Heute gibt es die Unterwasserzone. Gott sei Dank, ne? Alle haben sich schon gesagt, hoffentlich gibt es wieder Unterwasserlevel. Lagoon City. Ja, nee, also Spaß übertrieben. Es tun sich zwar manche schwer in Sonic 1 in der Labyrinth Zone, ne? Luft holen etc. Aber in Aquatic Rune in Teil 2 und in Hydro City in Teil 3 sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Auch Tidal Tempest in Sonic CD. Ja, ich glaube, hat man sich an den Schmerz gewöhnt? Das gehört auf jeden Fall dazu. Es kommt drauf an, was man draus macht. Und das könnte hier ein Vergnügen werden. Vor allen Dingen habe ich hiervon noch gar nichts gesehen. Da freue ich mich ja am meisten drauf. Auf die Zonen, von denen wir noch überhaupt nichts wissen aus den Trailern etc. Das sieht hier aus wie ein lustiger Badespaß. So ein Erlebnisbad mit den vielen Rutschen und so. Aber ich hole mir erstmal weitere Medaillen. Mhm. Was wir auch schon gesehen haben, ist, dass es einen Amy-Act gibt. In dieser Zone. Und da werden wir zu Amy wechseln müssen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Und ich möchte tatsächlich mit jedem Charakter einmal das Spiel durchspielen. Sofern es möglich ist. Ne? Also, kannst ja scheinbar nicht jeden Act mit jedem Charakter durchspielen. Und das Tee wollen wir ran. Wäre noch hart verdient hier, die Medaillen. Sekunde, das bleibt. Ja, aber das machen wir trotzdem. Alleine die ganzen Medaillen, die man so mit der Zeit bekommt, ne, da will man ja auch einiges kaufen in einem Kampfmodus. Den schauen wir uns selbstverständlich dann auch an. In aller Ausführlichkeit, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wobei ich das ein bisschen pessimistisch betrachte. Dieser Kampfmodus ist mir... Da muss man mal gucken. Aber meine Erwartungen sind eher niedrig, was das angeht. Vielleicht kann es mich ja umstimmen. Das war so ein durchlässiges Ding. Hat man, glaube ich, in dem Spiel bisher noch gar nicht. Und dann soll ich zurück, oder was? Alter, es wird ja richtig komplex inzwischen. Was ist da los? Oder da wollen wir nicht hin. Da, genau da wollen wir nicht hin. Ist da unten etwas? Vielleicht nur Ringe. Oder es sind zwei Außenwege drumherum. Aha. Aber ich finde es ganz lustig, dass das hier Anspruch bekommen hat. Nur eine Seite. Ach so, ich verstehe das. Es lässt sich aber eigentlich machen. Man kann auch auf die andere Seite gehen und beide umdrehen. Oder man ist so wahnsinnig wie ich. Boah. Ach, es wird bestimmt irgendwelche japanischen Wahnsinnigen geben, die das machen, ohne was umzudrehen. Ne? Die suchen sich den perfekten Winkel. Aber es wird extra so ein langer, schmaler Gang gemacht, dass es so gut wie unmöglich sein sollte. Naja. Mit dem richtigen Winkel und so, und dass du dich mitbewegst, ist vielleicht in der Theorie möglich. Die THS werden es hinbekommen. Seht ihr, das meine ich hier mit Erlebnispark. Da musst du nicht in den Rutschen... Nee, kennt ihr das Miramar? Das ist hier im Rhein-Main-Gebiet bekannt und gibt es natürlich an allen Ecken und Enden. Ich glaube, in Berlin ist auch noch so ein Dings. Ich habe ja die Fähigkeit, ne? Was? Hab ich die überhaupt richtig gelernt? Ich dachte, ich kann nur an Wasserfällen nutzen. Habe ich ja noch gar nicht genutzt. Stimmt, das sollte ich mir hinter die Löffel schreiben für diese Zone. Jetzt noch weiter hoch? Ja. No! Es ist halt optional. Mir ist das ganze Spiel halt noch so neu, dass ich mir halt denke, ja, Prodingo geht fit, aber lass mich erstmal machen. Lass mich erstmal die Zone kennenlernen, bevor ich mich um die Geheimnisse kümmere. Verstehe? Muss aufpassen, nicht zu viele von diesen Zonen zu machen. Wir haben noch einiges zu tun, ne? Es sind wieder drei Acts. Und es ist auch ein Amy-Act dabei. Das habe ich schon erwähnt, ne? Dann ist ja gut. Tschack. Und dann mal los. Okay, da ist schon mal nichts.
wird immer komplexer. Also ich frage mich, ob das auch irgendwann ein Ende hat oder ob das wie Blues 4 irgendwie 38.000 Level hat. Das wäre doch mal ein Ding, ne? Aber wenn es irgendwie so 30 Stages hiervon gibt oder so, dann holt sich die meinetwegen auch durch. So, kein Problem, no sweat. Weiß jetzt leider nicht, wo lang. Da schon mal nicht. Gut, man hat mehr Kontrolle, aber man ist auch schwer. Man ist, er fällt. Der Igel fällt ziemlich schnell von A nach B. Aber wichtig, dass wir mehr von Lagoon City sehen. Was ist für ein muschelförmiger Bau dort hinten? Ich habe ja auch gehört, ne, die Entwickler haben auch ein Statement dazu abgegeben, dass die Zonen unterschiedlich viele Acts haben können. Sky Temple zum Beispiel nur ein Act gewesen, wenn ihr euch entsinnen könnt. Da haben, ich weiß nicht, wer es genau war, ich glaube Tezuka, gemeint, ja, das haben sie nach Gefühl gemacht. Sie wollten sich quasi nicht dazu zwingen, einen zweiten Act zu machen, sondern so, dass es sich halt richtig für das jeweilige Level anfühlt, für die jeweilige Zone. Und ja, klar, ich mag es zwar einheitlich, sagen wir es so, aber bevor die auf Teufel komm raus sich was einfallen lassen müssen und dann ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich meine, wir sind ja nicht mehr in der Situation wie Anfang der 90er, ne? Wo du sagen musstest, dann, es geht dann auf Kosten einer anderen Stage. Da machen die halt eine Stage mehr, eine Zone mehr. Das war ja früher nicht so in der Form möglich. Wo Cyber City dann wurde, eingebaut wurde in Metropolis. Also die konnten Cyber City nicht realisieren. Haben es zu einem dritten Act gemacht. Und hier, dann machen die halt noch einen. Also das ist, die Speicherkapazität eines Mega Drive war da jetzt kein ausschlaggebender Punkt mehr. So, Quallenfischen für Anfänger. Wasser leitet Elektrizität, haben wir gemerkt. Und jetzt gibt's das dicke Walross. Alles Klärchen. Wunderbärchen. Aber hier haben wir zwei Acts, das ist der Punkt. Mhm. Wie fanden wir den Boss? Ja. Ich denke, der war ganz ordentlich. Ich habe das leider zu spät bemerkt, wann der wirklich das Wasser unter Strom setzt. Aber das nächste Mal weiß ich's. Fang! Und Trip. Sie beobachten Sonic. Aber die beiden scheinen kein besonders gutes Team zu sein. Frag mich, ob halt noch mehr kommt als nur irgendwelche Comedy-Einlagen. Dass Trip auf ihren Knopf drückt und selbst in die Falle fällt. Amy! Steckt sich den Apfel ein. Jetzt spiele ich sie automatisch, ich muss nicht mal wechseln. Gut, dann gucke ich mir das mal an. Was hat Amy auf den Kasten? Ich dachte, das wäre wie in Sonic Origins Plus. Aber man muss in die Richtung halten. Alles voller Früchte. Was ist denn hier los? Voll cool. Sowas mag ich. Sowas Fruchtiges. Die fantasiereichen Fruchtlevel in Sonic Lost World habe ich ja auch. Die fand ich innovativ, ne? Wo du die zu, wo du den Apfel in Apfelsaft verwandeln musst. Und deswegen nehmen wir Amy hier, weil die muss die Früchte wegboxen. Weil ich jetzt automatisch in den Act reinkomme, auch ohne den Charakter zu wechseln. Das finde ich ein bisschen verwunderlich. So eine Eggman-Medaille. Amy Rose! Ich erwähnte ein ums andere Mal, ne? Der Naoto Oshima. Der hat den Sonic gezeichnet und Eggman. Ursprünglich war Eggman auch einer der Kandidaten des neuen Hauptspieles. Das war die zweite Wahl und die fanden den halt so gut, die wollten ihn trotzdem in das Sonic-Spiel einbauen, deswegen wurde er der Widersacher. Und auch Amy Rose war eine Erfindung von Naoto Oshima. Nicht aber Tails und Knuckles.
Da habe ich jetzt die Namen tatsächlich nicht im Schädel. Wer die effektiv gezeichnet hat, aber... Sieht halt wirklich aus wie ein Wisp. Aber das waren definitiv andere. Weitere Charaktere, die Naoto Oshima eben erstellt hat, waren Vector the Crocodile, Charmy B, Trip. Und ansonsten weiß man es gar nicht so hundertprozentig. Hat sich an irgendwelchen Sonic Adventure-Charakteren beteiligt. Könnte Gamma gewesen sein, könnte Big oder Froggy gewesen sein. Könnte auch niemand davon gewesen sein. Das ist nicht so genau überliefert. Geht nicht schneller. Ich versuche es noch mit der Boost-Taste. Oder kann ich... Hier, die eingesperrte Erdbeere, was die wohl verbrochen hat. Das muss schon gravierend sein, ne? Amy auch mit dem Doppelsprung. Ist eine nice Sache. Ne, ich freue mich drauf, mit den anderen Charakteren nochmal durchzuspielen. Ich hörte schon, da gibt es eigene kleine Cutscenes. Ich bin gespannt und ich lasse mich überraschen. So. Elegant hochgespritzt und weiter geht es. Ja, ist ein eigentlich relativ normales Level. Was halt nur als Gimmick hat, dass da Früchte im Weg sind. Ja? Dass wir eben nur als Amy spielen können. Und zur Erinnerung, in der zweiten Zone, Speed Jungle, da gab es einen Act nur für Sonic. Wo sich mir eben die Frage stellt, wird es noch eine Zone geben? Wahrscheinlich, ne? Mit nur einem Act für Tails. Und eine andere Zone mit einem Act nur für Knuckles, my boy. Wie findet ihr die Zone denn so rein von der Präsentation? Ich will jetzt nicht sagen Grafik. Es ist recht bunt und fröhlich. Was gut ist, weil die meisten... Ja, obwohl geht so, ne? Erinnert mich an eine Mario Kart-Strecke. Irgendwas hat das von Mario Kart für meine Begriffe. Ja, ich will das bestimmt runterschieben. Hier unten rechts bestimmt ein Secret. Aber warum komme ich da nicht hin? Oder vielleicht ist kein Secret, sondern einfach der normale Weg. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das größte Geheimnis, das Sonic-Spieler jemals lüften mussten. Wie kommt man hier weiter? Schieb! Amy! Selbst ist die Igeldame. Und Classic Amy sieht halt auch anders aus, ne? Andere Kleidung. So mit diesem grün-orangenen Kleid. Andere Schuhe. Andere Frisur. Also ich würde fast sagen, der Charakter unterscheidet sich mehr als alle anderen von ihrer modernen Variante. War aber eben auch lange nicht gesehen. Es gibt natürlich auch, ich habe in den Kommentaren schon was gelesen von wegen, Markus, wusstest du, dass sie früher Rosie the Rascal hieß? Das stimmt auch. Wie mache ich das denn am besten? Warte, habe ich eine Fähigkeit. Falsche Fähigkeit. Und irgendeine Stampfattacke machen können. Oh, das Trip! Amy trifft Trip! Und streichelt die Panzerung, was ihr dann ja nicht merkt. Und jetzt sind die beiden zusammen unterwegs. Oh, wie niedlich. Also, ich hoffe und denke, wir werden Trip auch nochmal ohne... Fantastisch. ohne Panzerung sehen. Das ist eigentlich clever gemacht, ne? Weil man will jetzt sehen, was darunter steckt. Das kannst du halt noch ausschlachten in Zukunft. Ach! Jetzt habe ich die Lösung. Komm, wir gehen nochmal einen Schritt zurück und holen uns die Medaille ab. Also, was oder wer ist Rosie the Rascal? Das ist tatsächlich eine andere Amy. In Sonic the Fighters, glaube ich, war es. Wurde Amy fälschlicherweise nicht Amy Rose genannt, sondern Rosie the Rascal. Einfach irgendjemand dachte, das klingt besser. Die kennt man ja eh nicht.
Aber später wurde so erklärt, dass es eine andere Amy ist. Ich meine, manche haben es dann so gesagt, so Classic Amy ist Rosie de Roscal und Modern Amy ist halt Amy Rose. Aber ist halt Quatsch, ne? Tut mir leid. So einfach ein Fehler. Und hier Ian Flynn und Tyson Hesse, die Comics machen oder auch hier die Openings. Seit Sonic Mania mit Team Sonic Racing und so, ihr wisst ja. Falscher Wicht, ne? Diese modernen Animationen etc. von Tyson Hesse. Ian Flynn ist so der Ideengeber für die modernen Sonic Comics, also war bei den Archie Comics am Ende dabei. Die nahmen ja ein Ende. Jetzt gibt es die eigene IDW Sonic Comics Serie, hochgelobt. Und auch, die haben sich auch beteiligt an Sonic Frontiers an der Story oder an den kleinen Nebengeschichten etc. in den Dialogen. Deswegen, das ist schon. Die haben schon was zu melden inzwischen. Und cool, dass wir Trip mitgenommen haben. So, und in diesen neuen Comics, weiß nicht, ob es noch in den späteren Archie-Comics war oder. Ja. Oh, gibt's noch ein Apfelgeschenk. Nicht, dass hier überall Äpfel rumliegen würden, aber das ist das Geschenk von Amy. Jedenfalls haben die in den Comics einen Charakter eingesetzt namens Rosie de Roscal, quasi als Erklärung am Ende des Tages. Und das ist so der böse Doppelgänger von Amy. Rosie de Roscal sieht in den Comics aus wie Amy Rose, ist aber eben ein anderer Charakter. Die macht da Stress. Die ist halt durchtrieben und böse. Das haben die halt nur gemacht, um diesen... um quasi eine Erklärung zu liefern. Weil sich immer Leute gefragt haben, wer ist eigentlich Rosie de Roscal? Okay, die Power endet, sobald man einen Gegner berührt. Oh, das ist ein Element aus Sonic 2 8-Bit. Nicht der Gleiter oder so. Sondern, dass wir durch diverse Luftblasen nach oben schweben. Das wurde neu eingesetzt. So, immer schön Luft holen. Das klassische Wop-Wop. Eigentlich müssen wir uns hier den Sound anhören. Den Jingle zum Ertrinken. Aber ich bin mir sicher, den hören wir noch früh genug. Ey, Act 2 erinnert deutlich mehr an Hydro City. Manche haben ja behauptet, das heißt Hydrocity. Dann haben sie mal den Yuji Naka gefragt. Und er hat gesagt, er weiß es selbst nicht genau. Aber vermutlich Hydro City. Ja, ob zusammengeschrieben oder auseinander. Ich, der auch schon immer Hydro City gesagt hat, werde weiter Hydro City sagen. Weil das scheint die offiziellere Variante zu sein. Da gibt es ja auch Fanlager, die streiten sich. Die gehen sich an die Gurgel, wie man das Level ausspricht. Weil First World Problems. Ganz klar. Nee, ich weiß, wo der größte Unterschied liegt zwischen Act 1 und Act 2 hier. Mach den mal. Habe ich jetzt die Kraft verloren? Nee. Der größte Unterschied zwischen Act 1 und Act 2 ist, Act 1 ist nur ein bisschen Geplätschere und Act 2 ist eine effektive Unterwasserzone. Das tun wir nur für Ringe. Wir tun es aber. Die Stelle, wo das, die Luft am knappesten wird, jetzt auch für Casuals mal so betrachtet, ist halt Scrap Brain Zone Act 3. Jetzt kommen wir wohl zum Boss. Scrap Brain Zone Act 3 in Sonic 1, da ist es halt ein bisschen übel. Da gibt es eine ganz miese Stelle, da musst du super schnell sein und damit du dich bis zur nächsten Luftblase retten kannst. Und wo auch schon viele gute Spieler ertrunken sind, ist den Chemical Plant. Act 2, ihr kennt die berühmte Stelle. Bei diesen
Plattform runterfällt unter Wasser. Das ist echt eine fiese seine Stelle dort. Aber ikonisch. Wenn auch aus negativen Gründen. Das ist immer so die Sorge, die ich manchmal habe, dass modernere 2D-Sonics so glatt gebügelt sind, dass man sich kaum an, ja, explizite Levelstellen erinnert. Das müssen wir bei Sonic Superstars mal gucken, ne? Wisst ihr noch damals? Abbrechende Stangen. Man kennt. Labyrinth und Hydro City. Hier ist nirgendwo eine Luftblase. Ja, das hätte schon ein Retro-Achievement gegeben, glaube ich. In jedem Sonic-Spiel ist ein Retro-Achievement dabei gewesen. Ja. Von wegen. Hole dir im allerletzten Moment nochmal Luft. Alter, ich habe die Sache überschwemmt. Jetzt ist hier der Wasserdruck drauf. Aber der Wasserdruck war genauso auf Sonic. Das hat bestimmt wehgetan. Sieht so aus, als gäbe es noch andere Wege hierhin. So, Eierkopf. Was machen wir diesmal? Ihr zwei Hübschen. Das sieht doch wie ein ganz stabiler Wassertank aus. Haut nach oben ab. Oben abhauen, erinnert mich dann doch an Labyrinth Zone. Aber das hier ist natürlich, wenn du das damit vergleichen willst, eine weichgespülte Variante. Warum konnte ich jetzt hochspringen? Dann hatte ich viel mehr Luft. Okay, der macht immer ein bisschen kaputt. Komm nicht hoch. Wie habe ich das eben gemacht? Ah ja. Die Strudel von diesen Raketen. Ja, dann schick mal noch ein paar. Er schickt was anderes. Hydro City. Aber auch ein Hauch von Sonic CD liegt in der Luft, ne, wo er sich nach oben arbeitet, nur hatte das nichts mit Wasser zu tun. Ja, es hat halt vieles schon mal gegeben in Sonic. Ich meine, die Serie lebt ja davon, dass du Sachen wiedererkennst und dir denkst, ach ja, das mochte ich früher auch schon irgendwie. Auch wenn inzwischen die Anspielungen eher subtil erfolgen sollen, ne. Fühlt sich alles bekannt an, wird aber als neu verkauft, ne? Und unterm Strich ist es ja neu. Oh, ich dachte, ich kann die zurückschleudern. Ich muss da wohl hoch. Shit, kein Ring mehr. Machen sie jetzt ohne Ring, Freunde. Da kann ich nichts. Ich sehe auch nichts. Ja, komm. Leute, ich habe nichts gesehen, ne? Das kann man nicht mal leugnen, so. Kriegt er auf die Ömme der Magus. Ich finde es aber gut, dass der Boss am Ende von Act 2 ist. Gut, war in Mania auch so. Es gibt da mehr als genug Sonic-Spiele, die einen dritten Act machen, wo es fast nur den Bosskampf gibt. Das hatten die 8-Bit-Spiele vor allen Dingen. Vor nicht allzu langer Zeit Let's Play Sonic Origins Plus. Den ganzen Sonic Chaos, Triple Trouble Blast, etc. Einen dritten Act nur mit dem Boss. So, wir wissen jetzt wieder, wie der Kampf abläuft. Und sind safe auf Weltrekordkurs. Das haben wir mehrere, ne? Jetzt kommt der große Strudel schon. Ja, ist eigentlich wurscht, ne? Ob du es damit machst oder damit. Ah, ich sehe. Kann ich das groß beeinflussen?
Eben, ich hatte, als ich eben hochgespült wurde, habe ich nichts gedrückt. Willst du mir erzählen, ich hatte nur Lack? Habe ich nur Lack gesoffen oder was? Na denn. Okay. Ja, moin. Das sind vielleicht Designentscheidungen, an die wir in Zukunft zurückdenken werden. Weißt du noch, damals in Sonic Superstars, als ich fast ertrunken bin beim Bosskampf. Ja, muss auch irgendwie... Aber wir wissen, es geht noch weiter. Ich finde es aber auch schnieke, dass eine Zone in Sonic Superstars wirklich einen schönen Part füllt, oder? Ah, enttarnt. Ich fail natürlich extra dafür. Ist ja aber auch viel los, ne? Far so good. Nein, da eben konnte ich nichts dafür. Da musst du halt wieder, ne, 5 Minuten Boss spielen. Das ist halt... Ist okay. Ich bin doch... Leute, ich bin doch oldschool. Ich habe die Schlümpfe auf dem Super Nintendo durchgespielt. Was wollt ihr mir eigentlich erzählen? Und Let's Play. Also, soll mir einer schon mal, ne? Könnt ihr mir mal nichts... Können wir nix. Achso, und falls jetzt einer glaubt, das war ein Gag, ne? Das Spiel ist super schwer. Schaut mein Let's Play, dann wisst ihr Bescheid. Schaut schon wieder keine Ringe. Warte, ich muss kurz warten. Iggy macht ernst. So viele Geschosse, Alter. Ja, Bruder, wie soll ich denn jetzt... Attacke! Ey, war gut spannend! War gut spannend, oder? Oh, sein Taucher ist zu aus Sonic Mania. Wie schön. War doch unterhaltsam. Gib mir doch eine Frucht. Das wäre doch die Wucht. Alter, Leute. Da haben wir den fetten Pinguin, den Peggy. Zur Weltenkarte. Was ist das denn? Ein Drache. Kommt jetzt so eine chinesisch angehauchte Asia-Stage. Metal Amy und Rosa sind im Shop verfügbar. Jetzt nicht. So. Hä? Warum war da ein Drache? Das sieht aus wie eine Wüste. Allerdings nur ein Act in dieser Wüste. Okay, aber heute ging die Luzi ab. Da verlange ich jetzt einen Daumen nach oben. Das wäre super nice von euch. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.